Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen How-to-Skat-Video. Ich hätte auch sagen können, es ist wieder eine Skat-Geschichte, denn es ist jetzt ein Spiel vom Wochenende. Da war ich auf zwei Turnieren. Erst ein kleines Turnier in Kiel, dann ein kleines Turnier in Hamburg. Hier unser Hamburg-Pokal hat alles Spaß gemacht. Zwischendrin zugegebenermaßen habe ich mich auch ein bisschen geärgert und mein Erfolg war insgesamt auch eher mäßig. Nichtsdestotrotz schöne Partien gespielt und ich habe euch jetzt mal eine rausgesucht, die möchte ich doch dann eher in dem Lernaspekt präsentieren. Das war im Dreiserienturnier in der zweiten Serie am vierten Tisch. Also alle Spieler hatten noch ein bisschen Ambitionen, hatten eine ganz gute erste Serie gehabt. Der Spieler in Vorhand war jetzt hier für Passe, Passe rangekommen, hatte nicht besonders gut geblufft, muss man sagen, hat direkt zugegeben, dass er ein absolutes Scherbenblatt hat und das kam auch sehr glaubwürdig rüber und hat sich auch gezeigt, dass dem so war. Ich selber saß hier in Mittelhand und der Spieler hier hatte gegen den angesagten Herz 4 Trumpf dagegen und dann hier noch die Kreuz 10 zu dritt, die blanke Karo 10, die vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen macht und Pik Doppellusche auf jeden Fall erstmal 4 Trumpf dagegen. Der Alleinspieler spielte zu seinem Herz die Herz-Lusche aus, von mir kam die Trumpf 10 und der Spieler hier nimmt natürlich das Trumpf-Ass. 21 Augen und ein verheißungsvoller Auftakt. Insbesondere scheint es doch schon ziemlich klar, dass auch noch ein dunkler Bube bei mir, bei seinem Partner sitzt, denn unwahrscheinlich, dass der Alleinspieler nun, wenn er mit Zweien hat und beide Trumpfvollen unterwegs sind, von unten spielt. So, der Spieler hier hat jetzt das Spiel mit einer Pik-Lusche fortgesetzt. Kann man auf jeden Fall machen, kann eigentlich wenig kaputt machen, kann hinten einen vollen freispielen. Klar, man könnte auch sagen, Kreuz versuchen, kurzer Weg, lange Farbe, die 10 hochzuspielen, aber den König willst du vielleicht in der Situation auch noch nicht anbieten. Und wenn der Alleinspieler ein so schwaches Spiel hat, dann kommt er vielleicht auch aus Verzweiflung dazu zu schnippeln. Also das muss auch nicht unbedingt gut sein. Also Pik Lusche auf jeden Fall vertretbar. Und ich denke, es zeigt sich, dass das hier auch ganz keine schlechte Idee war. Denn wir haben sofort die Stechfarbe gefunden. Abwurf, Kreuz, Lusche und von mir das Pik Ass auf 32. Klar, die Kreuz Lusche wird jetzt die Kreuz 10 vermutlich wertlos machen. Trotzdem mit dieser starken Trumpfkonstellation ein ganz guter Klärungsstich. Da ist noch, wo wir schon 32 liegen haben, sicher noch sehr viel Fantasie, dass wir dieses Spiel schlagen können. Jetzt kommt von mir der Kreuzbube. Warum ziehe ich, also sein Partner, ihm jetzt hier den Trumpf raus? Weil ich mit dem Kreuzbuben da nicht mehr ans Spiel kommen möchte, weil das mein letzter Trumpf ist. Ist ja auch kein Problem. Trumpf König rein, Trumpf Lusche vom Alleinspieler, 38 Augen und dann kam von mir die Kreuz-Dame. Ich meine, der Spieler ist untergeblieben oder rübergegangen. Ist gar nicht so wichtig, ob er hier den König oder die Lusche legt. Der Alleinspieler nahm jedenfalls das Ass und zog jetzt den Pik-Buben. Hatte also, wenn man so will, wenigstens ein ganz bisschen Glück im Unglück, wo er schon gegen 4 Trumpf steht, das spielt, dass wenigstens der Kreuz-Bube zu zweit ist. Andererseits, eigentlich hätte er bei seinem Blatt sicher einen glatten Trumpfstand 3-3 gebraucht, denn so nützt es ihm relativ wenig. Hier Trumpf Dame muss aufgegeben werden, Karo Bube ist ja noch draußen. Und dann kommt Herz Lusche mit Pik 10 und Herz Bube auf bereits 50 Augen. Und jetzt sind wir hier in der entscheidenden Endspielsituation, wo der Spieler hier eine Karte hat, die deutlich besser ist als alle anderen. Und welche wird das wohl sein? Ine, mine, mu, raus bist du. Ihr könnt gerade mal kurz auch drüber nachdenken. Ein kleines Skat-Endspiel-Puzzle. Es ist die Karo 10, denn wir haben ja schon 50 liegen. Der Alleinspieler hat einen 5-Trumpfer, keinen Pik dabei, Kreuz Ass Lusche. Vielleicht hat er noch einen weiteren Kreuz, aber sehr wahrscheinlich hat er noch drei Karos an der Seite, also das Karo Ass zu dritt. Das müssen wir ihm wohl zutrauen, sonst hätte er ja gar kein Spiel. Die Karo 10 steht aber sowieso blank und wenn wir die Karo 10 spielen, dann brauchen wir hinterher eben nur noch einen einzigen Stich. Das kann von
mir hier der Karo König sein, das kann die Karo Dame sein, oder es kann auch eben noch eine Kreuz Lusche sein. Die einzige Konstellation, die der Alleinspieler jetzt noch gewinnen kann, ist, wenn er neben dem Karo Buben Karo Ass König Dame hat, oder sowas wie Karo Ass König und ein Karo gedrückt, sodass die Dame auch keinen Stich macht. Das ist aber eigentlich eine Konstellation, die du fast ausschließen kannst, denn dann hätte der Alleinspieler sicher einen besseren 6-Trümpfer in Karo gehabt. So, Karo 10 wäre es gewesen. Stattdessen kam aber hier von diesem Spieler die Kreuz 10. Er hat also hier seine eigenen Augen angeboten, damit den Alleinspieler zu seinem Glück gezwungen. Der sticht mit Karo Buben. Klar, bei 50 kannst du wohl einen vollen kaum laufen lassen. Von mir kam jetzt hinten die Pik Dame. Die habe ich abgeworfen, um meinen Karo Drilling noch zu halten, obwohl ich schon gesehen habe, dass es jetzt ohne die Kreuz 10 nicht mehr reichen wird. Denn jetzt kommt Karo Ass, Karo Lusche, Karo 10. Alleinspieler macht einen freudigen Sprung, obwohl er immer noch gar nicht mitbekommen hat, dass er nun das Spiel gewonnen hat. Er hatte schon fast aufgegeben und gar nicht so genau gezählt. Aber hinten raus, wo er dann doch nochmal nachgezählt hat, beziehungsweise wo ich dann gleich sage, naja, wir haben 57, da hat die Zählung ergeben, dass dem auch wirklich so war. Ich sag dann hinterher zu dem Spieler hier, Mensch, wie kamst du denn nun auf Kreuz 10? Das war doch fast klar, dass der Alleinspieler kein Kreuz mehr hat. Du musst doch die Karo 10 spielen. Und er guckt mich völlig perplex an, da konnte gar nicht glauben, was ich von ihm wollte. Wieso denn Karo 10? Dann nimmt doch der Alleinspieler das Ass, dann ist die 10 doch weg. Na, die spielt er fast nie. Und ja, genau das ist hier vielleicht das Problem, auch so eine gewisse Denkblockade, denn das Rätsel ist ja eigentlich gar nicht so schwer aufzulösen. Wir haben 50 Augen liegen, wir brauchen noch genau einen vollen. Wenn der Alleinspieler tatsächlich eine Kreuz-Lusche hat, dann bekommen wir die Kreuz 10 später immer noch. Wenn ansonsten brauchen wir eben diesen einen Karo-Stich, und da langt ja schon meine Karo-Dame mit der Kreuz 10, um den Sack zuzumachen. Von daher, es ist überhaupt nicht verwerflich, mal eine 10 auszuspielen. Ich habe von euch auch schon so Zuschriften bekommen, eine 10 muss ich dann spielen, das ist doch peinlich, das mache ich nicht. Nein, da ist doch überhaupt nichts peinlich dran, da ist auch nichts verwerflich dran, und genau dieses Beispiel zeigt, dass du eben den schlechten Punkten dann auch auf keinen Fall noch gute Punkte hinterherwerfen solltest. Ja, die Karo 10, das sind hier die schlechten Punkte, die ist ja sowieso nicht zu verteidigen, weil sie blank steht. Die Kreuz 10 aber, das sind die guten Augen, und die alleine hätten gereicht. Die wurden jetzt hier noch hinterhergepfeffert, denn jetzt hat der Alleinspieler, ja ohne dass er irgendwas dafür kann, quasi beide Vollen eingesammelt und ganz knapp ungläubig und glücklich sein Spiel noch gewonnen. Also mit anderen Worten, achtet ein bisschen darauf, da muss man natürlich auch präzise mitzählen. Es langt aber am Ende ja die 60 Augen, und spielt eben so, dass ihr möglichst viele Verteilungen oder Konstellationen abdeckt, denn dieser Zug hier, der geht natürlich unter Profis ganz klar als Fehler durch. Als kleine Zugabe schauen wir uns das Spiel auch nochmal aus der anderen Perspektive, aus meiner Perspektive an. Ich sitze also in Mittelhand mit folgender Karte, Alleinspieler, Vorhand spielt den Herz, spielt Herz Lusche aus, klar, ich lege die Herz 10, mein Partner kommt mit dem Herz Ass ran, 21, trifft jetzt die Pik Lusche, Abwurf Kreuz Lusche. Wenn ich gesehen hätte, dass hier ein sehr starker Spieler oder ein etwas besserer Spieler sitzt, ich habe schon gemerkt, er ist ein bisschen nervös, der achtet auf solche Sachen sowieso nicht, dann wäre das jetzt eine Situation, wo man auch gut mal hier die Pik 10 legen kann, um ganz klar dem Spieler hier zu zeigen, Pik Ass ist auch noch bei mir, also Pik 10 ist nicht gedrückt, eine kleine Extra-Information, und den Vollen, der soll ja auf Trumpf sowieso noch reingehen. Habe ich aber schon gemerkt, dass das hier vielleicht ein bisschen vergebene Liebesmühe gewesen wäre, mal vorsichtig formuliert, also zumindest vielleicht den Spieler eher noch verwirrt hätte. Ich nehme einfach das Pik Ass, es ändert sowieso jetzt gleich im Spielverlauf nichts, 32, und jetzt ist eben die Situation, ja, wo ich den Kreuz-Buben ziehe, weil ich möchte mit diesem Kreuz-Buben nicht nochmal an den Stich kommen, dann muss ich selber hier wieder aus dem Gemüse antreten und vor allen Dingen jetzt eine Karte hinterher spielen. Pik-Dame möchte ich nicht spielen, es kann ja auch mal sein, dass mein Partner auch noch zwei Piken hat und nur ein Pik gedrückt ist, dann kommt er womöglich im Spielverlauf nochmal auf die Idee, noch den dritten Pik zu spielen, weil er glaubt, dass die Pik 10 gedrückt ist, also dann verbrenne ich hier die Pik 10 womöglich. Und jetzt schon Kreuz zu spielen, klar, dann spiele ich den Alleinspieler auch schön in sein blankes Ass, aber danach spielt er wieder Trumpf raus, und
dann hänge ich eben wieder hier und muss genau diese Kreuz-10 womöglich selber schon forcieren oder diesen Kreuzstich, den wir eigentlich nicht brauchen. Also ganz ja, sauber eigentlich gespielt, denke ich, ist absolut korrekt. Jetzt hier der Kreuz-Bube, einmal den Abzug und ja, nach diesem Stich jetzt eben auch nicht die Stechfarbe weiter. Es wurde ja einmal schon die Stechfarbe gefunden. Es war aber aus meiner Sicht hier schon erkennbar, dass es mutmaßlich nur dieser Fünftrümpfer ist, auch aufgrund des Lamentierens, aber auch aufgrund der Art und Weise, wie mein Partner hier dann auf Kreuz und Bube wartet und dann den König legt. Also schon irgendwo klar, dass der den Trumpfstich noch macht. Ganz klassisch jetzt, also beim En Deux würde man es auch mit offenen Karten genauso spielen, die optimale Zufolge jetzt, den Alleinspieler, ich glaube kurz Dame habe ich gespielt, das war nicht wichtig, war mir sowieso klar, dass das nicht jetzt das entscheidende Bild ist, jetzt den Alleinspieler in sein blankes Ass, was er sich blank geworfen hat, alles andere wäre auch wenig plausibel, dass er auf eine Pik Lusche aus dem Drilling Ass abwirft, das wäre ja auch gewagter Bluff, sage ich mal, dann war aber hier eher nicht unbedingt von auszugehen, gerade wo auch in Trumpf schon die 21 gefallen waren. So, jetzt kam Pik Bube. Okay, da habe ich dann die Kreuz Lusche natürlich abgeworfen. Muss den Stich in Karo natürlich halten. Auf Trumpf Lusche jetzt die Pik 10, genau auf die bekannten 50. Und jetzt sind wir halt hier in der Situation, wo ich an sich weiß, wir werden das Spiel gewinnen, sofern mein Partner jetzt mal seinen blankes Karo spielt und, naja, sagen wir mal so, sofern der Alleinspieler nicht Karo Ass 10 Lusche hat, denn dann kann er auf Karo auch mit der Lusche laufen. Also Karo 10 muss jetzt schon mindestens bei meinem Partner sein, wenn sie jetzt kommt, dann gewinnen wir. Es kam aber die Kreuz 10 und damit war für mich klar, ja, das Spiel ist jetzt nicht mehr zu gewinnen, denn völlig unrealistisch natürlich, dass mein Partner das Karo Ass hat, das wäre jetzt die letzte Variante, dass hier Karo 10, König 8 nur steht, aber das konnte ich mir so auch schon beim besten Willen nicht vorstellen. Insofern hätte ich sicher jetzt hier auch schon Karo Lusche abwerfen können, aber trotzdem Pik Dame, das tut jetzt nichts, das ist genau das Gleiche. Und dann lief das Spiel, wie gesehen, weiter und hier kam der nächste volle rein und das Spiel wurde freudig, glücklich und unnötig vor allen Dingen mit 63 Augen gewonnen. Gedrückt waren natürlich zwei Pik, Pik Lusche und Pik König. Ja, ist euch vielleicht aufgefallen, ich habe gerade dem Letzten in einer meiner Skat-Geschichten das gleiche Motiv drin gehabt, auch wenn ich da den Fokus nicht so drauf gelegt habe. Ja, wenn ihr fleißige Zuschauer seid, dann ist es euch vielleicht schon aufgefallen, aber wenn nicht, könnt ihr nochmal ganz kurz drüber nachdenken, ob ihr drauf kommt, in einem meiner letzten Videos. Ja gut, okay, ein paar Tage ist es jetzt auch schon wieder her. Es ist die Skat-Geschichte Nummer 1, da ging es um den spektakulären ersten Stich, 25 Augen für den Alleinspieler und trotzdem verlor er noch den Gang mit 4. Aber auch da, im fünften Stich, wurde hier ihm ein Bild angeboten, quasi ein gutes Bild, weil es ungefährdet war, anstatt das blank stehende, schlechte Bild. Und damit hätte der Alleinspieler dieses Spiel gewinnen können. Ist in dem Fall nicht drauf gekommen. In diesem Fall hier haben wir gesehen, dass es dem Alleinspieler zum Sieg gereicht hat. Also durchaus ein Endspielmotiv, was auch in unterschiedlichen Konstellationen sich wiederholt, was mal um eine 10 gehen kann, auch mal eben nur um ein Bild gehen kann. Darauf achtet dann also mal ein bisschen und guckt dann drauf, dass ihr im entscheidenden Moment dem Alleinspieler es nicht so einfach macht.